Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man bei der RX10 M2 ein Software Update durchführt. Es ist aktuell wieder eine neue Version der Software verfügbar. Diese findet ihr direkt auf der Sony Support Seite. Ich habe euch natürlich den Link unten in die Videobeschreibung reingepackt. Um das Software Update auszuführen, geht ihr folgendermaßen vor. Ihr scrollt auf dem Bildschirm ganz nach unten und betätigt die Taste Herunterladen. Währenddessen das Programm nun herunterlädt, könnt ihr euch auf der Hauptseite nochmal die Anleitung anschauen. Bitte lest diese genau durch und geht genau nach dieser Anleitung vor. Bevor ihr natürlich jetzt die RX10 M2 updaten könnt, müsst ihr folgendermaßen vorgehen. Ihr schaltet bitte die Kamera ein und begebt euch in das Menü der Kamera. Hier sucht ihr unter den Einstellungen den Punkt USB-Verbindung und klickt auf den Auswahlpunkt Massenspeicher. Nachdem ihr diesen Punkt ausgewählt habt, verlasst ihr bitte wieder das Einstellmenü. Als nächstes brauchen wir noch einige Komponenten, um das Update durchführen zu können. Als allererstes sucht ihr euch ein geeignetes USB-Kabel, bitte eins, was intakt ist, was keinen Wackelkontakt hat. Um das auszuprobieren, steckt es bitte direkt in die Kamera und wackelt einmal kurz an dem Kabel herum und schaut, ob die Verbindung zum PC bestehen bleibt. Ist das alles der Fall, so ist das Kabel okay und ihr könnt es verwenden. Wichtig, das Kabel darf während des Updates die Verbindung zur Kamera nicht verlieren, sonst ist alles verloren und eure Kamera startet nicht mehr. Ich empfehle euch auch hier eventuell einen Laptop zu verwenden für das Update. Sollte ein Stromausfall entstehen, müsst ihr dann eventuell in Kauf nehmen, dass die Kamera dadurch geschrottet wird. Achtet bitte auch darauf, dass in eurer Kamera der Akku voll aufgeladen ist und auch sonst alle Rahmenbedingungen stimmen, damit ihr vernünftig loslegen könnt. Um nun mit der Installation zu beginnen, startet ihr das heruntergeladene Programm und folgt den Anweisungen. Was also bedeutet, wir schließen unsere Kamera an und schalten sie ein. Jetzt drücken wir den Button weiter und folgende Bildschirmanweisung. Als allererstes prüft das Programm die vorhandene Version auf der Kamera. In meinem Fall ist das 1.0. Unten sehen wir die zweite Version, die aufgespielt werden soll. Das ist in meinem Fall die Version 1.2. Ist hier nun alles in Ordnung, kann das Update ausgeführt werden. Wichtig, die Software setzt jetzt die Kamera zurück. Ab jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Bitte achte darauf, dass ihr die USB-Verbindung zur Kamera nicht löst. Nun spielt die Software das neue Update auf. Das kann allerdings extrem lange dauern. Ich würde hier 10 bis 15 Minuten einplanen. Nachdem nun die Software aufgespielt worden ist, können wir das Programm standardgemäß beenden und die USB-Verbindung lösen. Bitte entfernt den Massenspeicher erst auf eurem Rechner, bevor ihr die Kamera löst. Jetzt schaut ihr nochmal kurz in eurer Kamera nach, ob das Update erfolgreich war. Einfach unter dem Einstellpunkt Menü die Versionsnummer vergleichen und damit ist das Update abgeschlossen. Jetzt könnt ihr eventuell nochmal eure privaten Einstellungen auf den Kameras überprüfen. In der Regel werden sie mit übernommen, mitunter können sie aber auch verschwunden sein. Das heißt, ihr müsst sie nochmal neu erstellen. Damit habt ihr eure RX10 M2 auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video einigermaßen weiterhelfen. Hat euch das Video weitergeholfen, würde ich euch um einen kleinen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, so könnt ihr hier unten in den Anmerkungen einfach auf einige klicken und kommt zu weiteren meiner Videos. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, könnt ihr natürlich auch gerne auf einen meiner Kanäle vorbeischauen oder diesen Kanal auch gerne hier abonnieren. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marc auf YouTube.